Ja, hallo und herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal Bencake28. Es geht weiter mit Wildermyth von Worldwalker Games und wir sind, wenn ich jetzt richtig bin, im großen, super mega starken Kapitelfinale. Also ist jetzt das zweite von drei Kapiteln und jetzt heißt es mal Gorgonen klopfen. Und was ich die ganze Zeit vergessen habe, tut mir sehr leid, ich habe hier noch einen Wunsch von einem meiner Community-Mitglieder bekommen. Ja, von mir aus. Wo hab ich's denn? Ich solle den nämlich umbenennen. Customize Eki Bio. So, ich hoffe, du bist zufrieden. Dass auch jeder mitbekommen hat. So ein Mist, aber auch muss ich mich noch anstrengen und einen Buchstaben verändern. Okay, gut. Spaß beiseite. Es geht weiter. Ich freue mich. Ich freue mich, dass ihr wieder hier seid. Ich muss gerade kurz nochmal kurz ranschauen, wie es war. Ich habe übrigens versehentlich beim Speichern Mist gebaut und habe ein Undo weggenommen. Jetzt habe ich noch ein einziges Zurücksetzen möglich. Ich habe mir also dieses letzte Level auch nochmal richtig viel schwerer gemacht, als es eigentlich sein müsste. Naja, Diskus ist ganz gut. Dann sind die eigentlich schon so gut wie weg. Da vorne ist die Tür. Dann würde ich sagen, kann sie von da aus noch interfusen mit dem Gegenstand? Ja, kann sie. Wir gehen mal hier hin, wir interfusen das und zeigen mal kurz, wie mächtig so eine Magierin sein kann. Ich schaue mal ganz kurz, Diskus, das ist 87, da ist der auf jeden Fall weg, da ist der Rager weg. Okay, komm. Der ist nicht wirklich ausgewichen, komplett. Oh Mann. Okay. Ist das bitter? Dann machen wir das anders. Gehen wir mal hier hin. Thunderstomp. Jawohl. Ich habe zwei Einheiten übrigens, meine Lieben. Jetzt komplett paralysiert, ne? Es ist eine gute Fähigkeit. Tschüss, Rager. So, der Roader kann ja eh nichts. Wenn man mal ganz ehrlich ist. Da hast du aber jetzt nicht so viel Schaden mehr gemacht, mein Freund der Sonne. Fast dead. Ja komm, mach mal einfach weg. So, der Roe ist wieder erwacht zu neuem frischen Leben. Frisch. War kurz und schmerzhaft, würde ich sagen. So, dann darf man Reva nochmal einen Silk Step machen. Sind die alle schön getarnt. Also wie gesagt, ja, ich weiß nicht. Ich habe so das Gefühl, dass wir die nächste Runde höchstwahrscheinlich so spielen müssen, dass ich eine Schwierigkeitsstufe höher mache. Okay, es kann auch sein, dass es halt daran liegt, dass es, sag ich mal, noch die allererste Mission ist. Aber ich finde es zuweilen ein bisschen zu leicht. Ist so ein Gefühl von mir. Also jetzt gerade noch, ne? So, Don't wait. Nein, Guardian. Don't wait. Ich gehe natürlich damit voller Power rein. Jetzt machen wir hier die Tür auf und da kommt noch so ein Riesenfrosch. Ja, dann wird es auch vielleicht für euch auch als Zuschauer ein bisschen interessanter und spannender. So, schicken wir unsere Magierin mal wieder vor. Was haben wir denn da alles? Was ist das hier? Boah, 9 bis 10 Schaden. 10 Schaden. 10 Magic Damage ist ja übel. Schon wieder ausgewichen. Monalie hat nur die Hälfte der Leben. Ne? Ich möchte mal drauf hinweisen. Dann wollen wir unsere Fernkämpfer mal ein bisschen wirken lassen. Jawohl. Eki hat halt noch eine schlechte Waffe. Ne? Das darf man nicht vergessen, ne, Leute. Macht man den Eki ja nicht fertig hier. Jo. Da hüpfen wir doch ganz gemütlich zu dem Speer hin, würde ich behaupten.
Ja, die kommt nicht so schnell voran hier, die Dame. Jetzt müssen wir nur ein bisschen aufpassen, dass wir nicht in den Schmodder reinlatschen. Ich schicke wie immer meine Scouts vor. Ist das jetzt alles, was in dem Level noch kommt? Das sieht ja ganz so aus, ne, Leute. Könnte ich eigentlich die Augen, könnte ich jetzt eigentlich mit, tatsächlich mit verbundenen Augen spielen. Tut mir leid, ist einfach so. So, geht er da jetzt effektiv dran vorbei? Ja, okay. Kann er ihn schon treffen? Nein. Und deswegen sind die Rooks auch ziemlich geil. Ihr könnt dann halt schon fiese Moves machen. Ja, der Gegner sieht mich jetzt nicht. Ich stehe da auch echt gut. Ja, das brauche ich jetzt nicht. Ja, egal. Ja, der hat nochmal auf mich geschossen. Ja. Er weiß der Raccoon nicht, dass Revan da ist. Schießt ihm jetzt einmal hier hinten rein. Und er weiß auch nicht, dass Eki sich hier befindet. Und Eki bringt es zu Ende. Ja, Victory, meine Damen, meine Herren. Okay, was haben wir denn hier? Ein Tiger-Schart-Talisman, schon wieder. Von denen haben wir jetzt nicht gerade wenige bekommen, habe ich das Gefühl. Melee, Accuracy und Range, da würde ich sagen, ja, wir können es bei Revan erstmal, der hat Vorzugsbehandlung, Claim. Der ist schon länger dabei. So, weiter geht's. Someday people will move back to Lamp Cave. The Gorgon Slime will run off into the rivers and back to the seas, to the sea shore. Children will find homes for spirits here. Young men will build barns alongside their sweethearts. Old men will trade in iron and salt. And at the end, the oldest will die peacefully in their beds, the way it should be. You seem quite keen on it all, thinking of staying? It's too late for me. Adventure's been stirred into my blood. The best we can do is keep moving and hope to leave peace in our wake. Okay. Cool. Extra Damage. Das ist aber gemein. Dunn. Achso, wir waren ja noch gar nicht ganz durch. 82 Tage left. So, wie lange brauche ich, um das hier zu erkunden? Zehn Tage, um das zu completen. Und was, wie lange brauche ich das hier? Ja, das reicht doch. Dann machen wir das mal. So. Was haben wir gefunden? Ignots und Spell Threads. Und Talisman of Faith 0,7. Die meisten haben jetzt auch schon ein bisschen was. Sie gehen hoch auf 11. Er kommt jetzt nicht weiter hoch, deswegen kriegt sie den Talisman of Faith. Kriegt sie. Sieht doch schön aus, wunderbar. Ja, dann scouten wir jetzt und gehen zum großen Finale über, meine Lieben. Sonst reicht die Zeit halt einfach nicht. Das eine nochmal aufzubauen, da hinten links, ne? Das ist jetzt halt leider aufgrund meiner Spielweise nicht ganz optimal gelaufen. So, dann und let's go. I wasn't imagining this. My treasure senses are all are jangling folks. Entschuldigung. We're definitely in the right place. I would mind staying here. The cavern of the sea spear lies at the heart of the magnificent canyon. Sides of the canyons are smooth and sheer, marble blue and pink, molded and mushed by the hands of Titans, when the world was clay. Now the stone is hard and sharp and close. But the canyon's deep places are strong with fragrant clear waterfalls ruffled greenery. The mouth of the cave is hidden. In damp shadow, fern further shade. But Ben spots it. Ach was, ich niemals. Das halte ich für ein Gerücht.
and leads the way inside. Smell that? Doesn't it remind you of somewhere? Smells like the ocean. Careful, there's holes. Don't know how deep they go. Ben follows his own echoes into the dripping depth. No eye has scraped these walls in centuries. The air is pickled and still. It's smoother down here, but look at the kaling. It seems to go up and up. Something glinting too. Slime or something, hopefully not alive. Place has its own appeal, tough, quiet, lonely, dark. Revan? This looks like the end of the tunnel. Graved and firm and ancient. Oh, bei mir entscheidet gerade ein wildes Monali. Ich bin gerade im finalen Level, Monali, du störst. Da geht sie wieder. Oh, puh, macht sie. Na, tschüss, Monali. Okay, Leute, finales Level. Denke ich mal. Hier müsste ja jetzt irgendwo dieser Speer sein. Ich habe nicht mal Gegner jetzt irgendwie gesehen. Hier gibt es eine Nebentür. Okay, da oben geht es irgendwie lang. Wow, guck mal, da geht es doch richtig weit. Open the door steht da. Ist klar. Wieso habe ich das Gefühl, dass ich es nicht machen möchte? Open door. Kalabein, was zur Hölle bist du denn? Towering, reeking of algae and old water. Its dogs seatedly on its stony limbs while the world quakes. Was ist das? Eigentlich ist es relativ einfach, ihn zu besiegen, wenn ich mich halt einfach in die Tür reinstelle, ne? Das ist halt das. Ich könnte jetzt einfach mich zurückziehen und ihn bekämpfen. Kann ich ihn von hier aus noch treffen? Kann ich. Machst du mal das? Okay, einen Schaden haben wir schon mal gemacht. Das ist jetzt nicht viel. Der scheint wohl ein bisschen was auszuhalten, der Dude. Dann gehst du mal dahin. Ach, ich kann die Tür gar nicht aufmachen. Sehe ich gerade. Open the door geht gar nicht hier. Okay. Dann shoot. Das wurde geblockt. Okay. Dann machen wir das jetzt wie folgt. Wir brauchen natürlich Leute, die richtig Damage machen können. Was kann das hier? 10 Schaden. Okay, der hat eine starke Armor, aber eine schlechte... Ja, schlechte Magie-Schutz. Dude. Wenn ich da hinstelle, sehe ich die Dinger nicht mehr. Ja, um an die ranzukommen. Mist, da muss ich aber mich zu weit rauswagen, Leute. Wie viel Range haben die Dinger hier? 4 Range. 1, 2, 3, komme ich noch dran. Okay. Ich will mich jetzt nicht zu weit vorwagen mit der Monali. Wobei ich halt sagen würde, dass der magische Schaden recht gut wäre. Und das ist auch geblockt worden von diesem Monster. Okay, der macht mir echt Sorgen, Leute. Ich sag's jetzt mal so, wie es ist. So. 5 Schaden. Nochmal 6 Schaden. Und der macht jetzt die Shockwave, okay? Okay, da kann ich so ein bisschen zurückschubsen. War es das etwa? Okay. Ich muss mal ein bisschen die Kamera drehen, Leute. Ja, meine Krieger kommen jetzt halt einfach mal und machen jetzt den Job. So, das gelebe ich jetzt auch noch als Flankenattacke. Alright, let's get what we came for. It's here, the sea spear. The air in the chamber is clear and almost sweet. The corpse of the great guardian shrivels inside the carapace,
Ben approaches to Edifice. Ich kann nicht mehr Englisch. The spear is glass-like, grand. It radiates legacy and power. Oh Gott, das ist schlimm mit mir. It's just strange. Wie mein Englisch. What can this thing really mean to them? Tough about that. So, what if you myth of a hero queen with a spear to save the seas? Isn't really our myth at all? What if it's theirs? So it's a kind of emblem to them, maybe, or for a past hero? As Ben grips the spear, a noise begins to grow in the outer tunnels. It's the noise of the feet and hooves of tortured lungs shoveled air, and the slithering scratch squelch of creeping things. By the sound of it, a horde of gorgon beasts is pouring towards the chamber. We need to hope they don't cut off our escape. Even I don't believe we'll survive, it's we stay here. Cool. Boah, das sind Wasser. Die sind schon stark, ne? Boah, ist das übel. Tier 3 ist Großspeer. Geil. Artefakt Wasser. One stunt damage, stunt effect, refounds an action point. Klar. Okay, Stunt Damage, aber normaler Damage geht hoch. Ah, ist es eine Zweihandwaffe? Woran sehe ich denn das eigentlich? Great Spear, Großspeer, das muss eine Zweihandwaffe sein. Ja, nee, das wäre insgesamt... Nee, ich bleibe bei meiner Axt. Und da wir auch von einer Frau gesprochen haben, die da die Heldin ist, bekommt das Kamia von Anstetten. Ja, das ist ein ganz klar. Petriglas Speer, okay. Alles klar. Stunt Damage wird gesenkt, normaler Damage hoch. Alles klar. Claim. Four Cards. Ein Bärchen und ein Wildschweinchen. Gorgons will keep coming. Escape sollen wir jetzt. Okay. Awful noises and rank smells rush out of the dark. Well, I'm not going to die in a salty press with you. They sound numberless ideas. We're not trapped. They're entering from a different tunnel. Skritter, Skrrrk. If I leave you alone, you'll love again, won't you? No, love, as he's got it, our way might still be open. Let's avoid as much fighting as we can. Escape is the only option. Okay, da müssen wir hin. Escape alive. Okay, versuchen wir mal. Das kriegen wir bestimmt nicht hin. So. Die Frage ist, wie gehen wir vor? Zuerst einmal ist die Kamia sehr weit hinten, die ich irgendwie nicht auswählen kann, weil sie den Speer bekommen hat, oder was? Ja, die war in dieser Runde dran, oder was? Ja, die war jetzt dran. Ist schlecht, da steht die ziemlich weit hinten. Aber egal, die wird schon wieder irgendwie vorkommen, habe ich das Gefühl. Also, wieso kann ich die... Achso, die beiden hatten gespielt. Guten Morgen, Bencake, guten Morgen. Ne, wir sollen da hinterher, ne? Wir sollen da hinterher, ja. Escape alive. Okay, das kriegen wir schon bestimmt hin. Aha! Habe ich euch doch erwischt. Wusste ich doch, dass ihr euch hier versteckt. Ah, ich silksteppe darüber. Gott. Ui, kommt der weit. Der hat mich dadurch auch aufgedeckt, glaube ich. Minus Hitten stand da dran, weil er sich neben mich gestellt hatte. Ich meine, dass aber diese Dudes auch überhaupt nicht mal einen Hauch einer Chance gegen uns haben. Ne? Jetzt gucken wir mal ganz kurz. Interviews, was habe ich denn hier alles Schönes? Wir haben hier eine Statue mit Diskusschaden. Splinter's Blast finde ich nicht so geil. Da komme ich überhaupt nicht dran. Dann nehme ich einfach den Diskus hier. Und dann haue ich die einfach um. Ja, guckt euch das mal an. Das ist so krank. Krass Schaden, was die da machen. Das ist nicht mehr normal. So, okay, dann... Ich komme auch nicht so richtig ran. Ups, Entschuldigung. Dann machen wir das anders. Ich will diesen Through-Shot schaffen. Müsste eigentlich von hier aus gehen. Ja, so treffe ich beide.
Meine Herren, geht Drehbahnpapier. Sehr nice. Und dann kann jetzt auch mal Ben vorgehen. Na, such dir mal hier lieber die Deckung. Ein Bockmoor. Ja, da tauchen jetzt immer wieder Gegner in dem, im Gang auf. Wir sollen ja aber nichts anderes als entkommen. Und das kriegen wir schon hin. Schon ein cooles Level. Also ich fand den Gegner jetzt auch cool, diesen Riesen. Die hat mir echt so ein bisschen Sorgen gemacht. Muss ich schon zugeben. Aber ich habe doch eine recht anschauliche Gruppe zusammengebastelt, würde ich mal behaupten. Das Liebespaar stellen wir mal nebeneinander. So langsam kommen wir auch jetzt wieder zusammen. Und meine so nützlichen Erkunder hier, Scouts, Rook Scouts und ein Rager kommt jetzt dazu. Wo kommen die eigentlich, die Verstärkung rein? Da oben, ne? Ja, die kommt von da oben. Wir kriegen immer nur eine einzige Verstärkung pro Runde. Und das ist auch noch ziemlich random. Ja. Ja, dann würden wir unsere Pappenheimer ja einfach mal weiter hüpfen lassen. Und die halt hier so fröhlich, genüsslich entkommen lassen. Ich überziehe ja auch ein bisschen meine Bewegungsreichweite, obwohl ich das gar nicht müsste. So, meine Fernkämpfer lasse ich ein bisschen hinten. Okay, kommt nochmal eine Row rein. Aber ich kann die Gegner halt nicht sehen. Ne? Also ich weiß jetzt halt nicht, wo die sich angeblich verstecken sollen. Revan deckt noch ein bisschen noch aus dem Tunnel auf. Bleibt hier bitte im Verborgenen. Eki geht hier auch nochmal vor. Kann immer noch keinen Gegner weit und breit ausmachen. Karmia, todesmutig. Wieder nix. Monali noch weiter vor. Und da habe ich jetzt endlich den Gegner entdeckt. Wahnsinn, ich bin ganz aufgeregt. Dann stelle ich mich einfach hier hin. Guardian. Ist das knuffig. Okay, da kommt jetzt auch noch der gefährliche Bockmoor. So, ich könnte jetzt einfach rausrennen und das war's. Ne? Also das ist jetzt einfach wirklich das Ende von der ganzen Story. Oder wäre es zumindestens. Ja, komm. Wir müssen nicht kämpfen. Bin mal gespannt, ob die da überhaupt hinterherkommen. Hey, wen habe ich denn jetzt? Ich habe den Monali ausgewählt, oder? Dann geh du doch mal hin. Mach du mal. So. Mach jetzt hier auch schön die Felder zu. Mit den Nahkämpfern. Ja. Okay, cool. Dann kommt raus und kommt raus. Dann gehen wir jetzt einfach nach Hause. Tschüss. Tschüss. Revan. Und der denkt, er sei der Anführer, geht am Schluss. Der Einzige, der am anderen Feld rausgeht, mal wieder ist der Ben. Geschafft. Jawohl, Level-Ups, meine Lieben. Level-Ups gibt es nochmal am Schluss. Ja, ein Strongbow, ein Artefakt, ein Stufe 1 Bogen ist auf jeden Fall besser als der Farmbogen hier. Kriegt jetzt zunächst einmal Eki Bio. Sehr schön, macht eigentlich alles auch besser. Herzlich willkommen, endlich eine neue Waffe. Herzlichen Glückwunsch, würde ich sagen, der Strongbow Claim. Revan Raven ist ein Browser Hunter. Upgrade Archery, 30 Dodge against Range Attacks, geil. Revan's Attacks apply to Hobbled to Enemy. Was ist Hobbled? Speed Temporary Reduced, das ist nicht schlecht.
Revan has plus 1 range with all attacks and abilities. Geil. Flash Cone. Once for combat, Revan shows a Flash Cone that blinds sein. Ich will die Long Reach. Die hohe Reichweite möchte ich für ihn. Und Eki hat auch nochmal ein Level abbekommen. Oh, gibt's da coole Sachen, Leute. Ambush, was macht das? Eki draws back using a ranged attack on the first enemy who enters the threatened tiles, dealing extra plus 2 damage. It's the shot, it's not sprung. Eki gets a free attack at the beginning of next turn. Geil! Okay, allies, Eki counter attacks, hat er andere schon. Ranged attacks, threat one armor, ist auch geil. Aber ich nehme den Ambush. Ich nehme einfach den Ambush, da kann ich so ein Feld legen und ja. We left Dead Canyon and Cave behind. The enemy's treasure is in our hands. We should be joyful. But we know a clash is coming. We can't expect any help. Winning one hill doesn't decide anything. We can only hope this small victory buys us time. Geil gemachtes Spiel. 11 Jahre des Friedens folgen. So, cool. Alles klar. Ihr seht hier auch so ein bisschen unseren Income oder was wir jetzt halt insgesamt haben. Ich habe einen Haufen Legacy Points, ne? Völlig krank. Ja, wir schauen, was wir mit den Sachen herstellen können. Ich habe von meiner Community gesagt bekommen, Bencake, bitte, 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 zeig uns das Craften, das gehört zum Spiel dazu. Wir wollen das auch ein bisschen verstehen und lernen. Cool, habe ich nicht mit gerechnet. So, was folgt nun in den Jahren des Friedens? Eki and Revan enjoyed talking about the old days over a campfire. Eki would sometimes try to capture their reminiscences and furs, but had trouble coming up with rhymes of Trixel. Geil, Entschuldigung. Moerly and Bent took their woes amid a night woods before an ancestral lamp. A shy, girlish smile replaced Moerly normally stoic face, and Ben knew he'd done right. In town, their feast has finished, but they returned to songs and stories before sleep. The long-looked-for wedding would be happy memory for the rest of their lives. Camilla went back to the place she grew up, and was tempted by old acquaintances to remain there. Oh Gott, Hilfe. But in the end, the past proved an unwise place to linger. Aha. Moonily was visited once by a man cloaked in ivy. The spirit lay on the three futures for Moonily to pick from. After much negotiations, one was finally picked. Hiking the perilous lamp cradle range provided Revan with a different kind of opponent. There is no hundred in the herd of a mountain, but neither is there mercy. Revan took what lessons he could from it. Cool. Aha. Bencake and Moerly Maus. Son, ja, wir haben einen Sohn. Has reached adventuring age. Okay, den Namen werde ich noch verändern. Natürlich werde mein Sohn ganz bestimmt nicht Iflor Link nennen. Ich werde ihn auch nicht nach meinem Reproduktionsprodukt nennen. Ich lasse mir da was Lustiges einfallen. Aber finde ich toll, dass wir jetzt hier einen Sohn bekommen haben, der jetzt hier mit einer, warum auch immer, Handarmbrust antanzt. Okay. Okay, er ist auch so ein Scout-Typ. Was heißt denn hier Reroll? Reroll heißt aber nicht ein Typ, ne? Er ist ein Jäger. Okay, er ist ein Jäger. Was kann der? Ein Through-Shot? Das habe ich ja schon. Piercing-Shot? Das finde ich auch ziemlich geil. When standing by a fire, Iflor's ranged attack have plus 0 damage, plus 1 shred and start fires. Fire can spread onto him. Nee, das ist ja Blödsinn. Piercing-Shot. Wir nehmen den Piercing-Shot. Den Rüstungsdurchschuss. So, ich könnte mir einen Arm machen. Lightning, nein, das mache ich jetzt. Nein, das sage ich jetzt. Nein, mir reichen diese Füße. Ich möchte nicht weiter transformiert werden. Ich bin aber auch jetzt echt ein alter Bock, ne? Das ist jetzt schon übel, wie alt ich bin. So, was ich jetzt auf jeden Fall beim letzten Mal bemängelt hatte, ist meine schlechte Rüstung. Die werde ich jetzt diesmal verändern.
Das ist zumindest etwas, was ich gerne jetzt endlich verändern möchte. So, und dann haben wir ja hier zum Beispiel, das geht jetzt aus irgendeinem Grund nicht, wir könnten dieses Item craften. So, ein, was ist das? Ein Wilder Great Armor ist aber auch nicht so viel besser, sehe ich gerade, bei dieser Rüstung. Kostet mich aber einen Haufen Zeug, ne? Was haben wir hier? Das ist einfach die schwächere Version. Und was haben wir hier? Es geht Armor auch 3 hoch, da geht die Armor nur 2 hoch. Dafür ist aber auch mein Dodge verschlechtert. Was kostet mich denn das? 8 Heiz? Ja, da habe ich auch nicht so viele. 4 Fabrics? Okay, dann sind alle meine Fabrics weg und 2 Spell Threads. Okay, halte ich im Hinterkopf. Muss man so Sachen ja einfach mal überlegen. So, Eki von der Rüstung hier, okay. Kamias Nebenschwert ist eigentlich fast nicht mehr einzusetzen. Es ist alles nichts mehr. Das ist schon die Superwaffe. Hier ist auch die Frage, ob ich was verbessern möchte. Sie ist schon sehr, sehr stark. Könnte noch ein bisschen stärker sein, die Monali, muss ich mir halt überlegen. Ja, und Iflor, der wird auch nicht Iflor heißen für immer, ne? Den nenne ich jetzt gleich um. Das gefällt mir eigentlich gar nicht. Seine Haare und alles werde ich vielleicht doch mal ändern. Das mache ich jetzt aber nicht. Da braucht euch jetzt keine Sorgen zu machen. Da gehe ich jetzt hier auf Customize und... Irgendwie hängt es gerade ein bisschen. So, das ist jetzt Fabius Cake. Die haben jetzt geheiratet, Leute. So. Ich habe keine Ahnung, warum es gerade so lahm ist. Vielleicht darfst du das eigentlich in der Phase gar nicht machen, die umbenennen. Ich habe keine Ahnung. Okay, okay, die Range ist kürzer, aber der Damage ist wahrscheinlich höher als bei einem Standardbogen, vermute ich mal. Aber die Waffe finde ich halt total, total miserabel. Also die Waffe ist nicht gut. Ich muss echt überlegen, wie ich das mache. Wie lang ist denn der noch? Experience, next 144. Gear, klar. Ich muss mal nachgucken, wie lange ich noch drin bin. Das ist die Relationship, History, Customize, Aspects. Ich finde es jetzt gerade nicht mehr, wie lange die noch da sind. Oh, wie es nervig ist, wenn man sowas suchen will und man nimmt auf, ne, Leute. Ob ich halt jetzt so viel reinputtern möchte, Leute. Aber es gibt halt eigentlich, glaube ich, eher nochmal... Ein Late Middle-Aged, bitte. 0,7, alles klar. Ich bin halt auch 51 jetzt da drin. Retirement Age ist 60. Ah, okay, okay, das sehe ich's. Leute, hat länger gedauert, entschuldigt. Alter Mann, ne? Alter Mann ist kein D-Zug. Mache ich mich noch langsamer? Finde ich aber eigentlich nicht so gut. Die ist schon mega stark, auch wegen dem Dodge. Ich nehme die Wilder Guard Create. So, schon sind wir die Sachen ausgegangen. Das nimmt mir natürlich auch Optionen, das ist ja klar. So, er braucht aber eigentlich eine bessere Waffe. Der Range wird auch weiter, Stunt Damage weiter. Ranged Akkurat. Ja, es ist schwierig. Was kann ich bei ihr noch machen? Eigentlich auch nichts mehr. Da habe ich es auch schon komplett verbaselt. Eki hat eigentlich auch mal ein bisschen Vorrecht, kann aber auch nichts mehr tun. Ich könnte ihm noch ein besseres Messerchen machen, das ein Messer hat, aber ich kämpfe ja so viel mit den Fernkämpfern, Leute, dass ich da auch den großartigen Sinn nicht sehe. Ja, das brauche ich eigentlich bei ihm auch nicht machen. Eine Zweithandwaffe. Ich bin ja eigentlich ganz zufrieden mit der Gruppe, die wir da so haben. Wisst ihr, das ist halt das. Ich bin wirklich zufrieden. Ich brauche da eigentlich nicht großartig irgendwas. Ich weiß nur nicht. Der hat ja auch keine
keine schlechte Rüstung an. So eine Startrüstung, finde ich, ist gar nicht so verkehrt hier. Das, was er hier hat, was er mitbringt. Ich könnte Ekis Waffe noch mal besser machen, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Deal Damage ist dealed. Warum geht das hier? Ein Kinged. Ein Damage, zwei Range mehr. Da habe ich alles von. Das wäre der extrem starke 2-2-2 geht da hoch. 1-2-2. Ach, deshalb, der ist ein bisschen schlechter. Der ist ein bisschen schlechter. Das gehört aber auch zu den Bögen. Insgesamt würde ich aber die Waffe auf Tier 3 hochkriegen. Und er könnte den Silent Pride bekommen. Two-Handed Tier 3. Okay, der Strongbow gilt als Artifact. Ernsthaft? Komm, wir craften das jetzt hier. Silent Pride hätte ich gerne, bitte. So, dann habe ich nämlich nichts mehr außer Ignots und Legacy Points und ein paar Spell Threads. Mit denen kann ich halt natürlich jetzt auch nichts mehr großartig machen, ne? Ja, also ich finde, Kamiya war so okay. Und dann würde ich sagen, next. Ich kann jetzt nichts mehr großartig machen. So storms, some storms better compromise into competitive neighbors. Grudged are no shelter in bitter weather. The rains had been falling for a full week, with brief interludes of tense mossing clouds and dripping branches. Mountains' snows melted and the water rode from their heights. The seas wheeled and wrung at the shores, flung waves their further. Rivers conquered the banks and marched wider. Wileys turned into huge Bacchus lakes, lowland woods and the dams of dry times were swept away, as creatures of all shapes and kinds, so escape from coming floods. You think our Ulstrix poisons the weather? After all this time? Why? How? With what? I'm telling you, it's, well, who else could have done this? Nothing ever made sense about this, but oh, someone at the door. A strange party of visitors begs a fire. They appear to be on edge here in a common dwelling and also very soggy. Ahnung, you say we're natural allies. Care to explain? The haggard man behind the horns, calling himself Arnon, takes a long breath and turns to address Revan the rest. Ask my wife. Huh? Ask my wife, she sent me. Can you believe that? At my advanced age? I grew up here in Wellfern, you know. It looks different. His two underlings shift and resettle their garments as they try out. Must be about the flooding. You know why the... No, everyone knows. It's those ten... Tacklists, the Gorgons, they bring ruin on us all. So eine Art Mehrvolk hier. Hm? Which Gorgons? They're blue? That checks out. But I mean, who's there? The Gorgons are flooding the world. They've set it in motion and it can't be stopped almost. How? None of this should be possible. I mean the rain, the melt, the sea. You're right. It shouldn't be. The great balance should be unassailable. But somehow they've thrown it over. So the torrents fall, the sea stretches, the soil seeps black down our burns. It's Ulstrix. I knew it would be Ulstrix. No, it's the Gorgons, I'm saying. The beast have our warren hemmed in. My wife's inside, dry and warm. You need to talk to her. Hemmed in, but you slipped by them? It's why it had to be me. I'm a master of looping the light. I tend to be missed. And you have some
kind of good faith offering or? I've got some mushed bread. You don't want my tree cheese? He certainly gives us an option. A strange one, but this weather, these floods, what else can we go on? If you want to watch the world sink beneath a rising sea, watch all land things perish, then you're exactly where you need to be. But if you see Zents, Arnon throws a lump on soaked fabric on the table. Flutch! Oh, it's wet. I mean, it's a map. Sorry, I'll try all crinkly. Follow the map. Come to our barn. There, learn for yourself. You can deflect this droning doom and these lands all safe. The shadows deepen. Schon wieder. Die ziehen schon wieder extra Karten, die Monster. Wow, was für ein langer Text am Ende. Aber sehr cool, wir haben jetzt eine ganz lustige Gruppe zusammen, würde ich mal sagen. Ich freue mich hier tatsächlich. Kann auch sein, dass ich den Fabius hier nochmal umbenenne, vollkommen nach einem Community-Mitglied und so weiter. Und diese Wünsche natürlich von euch erfülle, das habe ich natürlich nicht vergessen. Ich habe jetzt einfach mal irgendwas gemacht. Auf jeden Fall wird es da dieses Endung Cake geben. Es ist ja die Cake-Familie, ne? Dass das schon mal klar ist. Und ich freue mich jetzt, dass ihr jetzt schon mal bei dem ganzen Kapitel 1 so fleißig mitgemacht habt und so ein tolles Feedback gegeben habt, da dürft ihr gleich dran anknüpfen, meiner Meinung nach, und schön den Daumen hoch machen und noch besser wär's, da freue ich mich mega drüber, meinen Kanal zu abonnieren. Gut, dann wünsche ich euch noch eine schöne Sternreise und sag euch bis zum nächsten Mal, euer Bencake28. Hoffentlich werden wir nicht absaufen, Leute, hoffentlich werden wir nicht absaufen.